Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die DataLife Box von DataLove. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. DataLife von DataLove. Das Ganze am 31. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von DataLove. Die Box schon vor einigen Wochen erschienen. Ich hätte sie euch gerne früher vorgestellt, allerdings kam die dann nicht rechtzeitig bei mir an. Und dann ab dem 7.8., also den Freitag nach Release, eine Woche später, war ich dann auf Urlaub bis jetzt. Jetzt bin ich endlich wieder zurück. Jetzt war auch die Box endlich da, deswegen mit etwas Verzögerung. Gut, wir haben hier eine graue Box. So sieht das Ganze aus, also eine rechteckige Box im Hochformat. Wir haben hier den gelben Schriftzug DataLife, also das Album, der Albumtitel hier drauf gedruckt. Ansonsten hier wirklich alles rundum in Grau gehalten. Auf der linken Seite nochmals DataLove zu sehen. Dann hier ein Stay High Sticker, der hier so als Siegel fungiert. Und auf der Rückseite haben wir die Logos der Beteiligten. Das Ganze natürlich erschienen über Stay High. Und ansonsten gibt es hier nicht allzu viel zu sehen. Die Box ist recht dünnwandig. Ich glaube, das kann man hier auch sehen. Also so eine dünne Pappbox. Wir werden als erstes mal dieses Siegel hier brechen, damit wir hier die Box öffnen können. So. Und dann schauen wir mal hinein. So sieht das hier aus. Und zwar das Erste, was uns hier entgegenkommt, ist tatsächlich Nagellack. Dann haben wir das Album an sich. Einen Hoodie. Und ein Poster. Ansonsten sieht das Ganze hier leer aus. Ja, das war's vom Inhalt her. Von innen die Box in Weiß. Packen wir mal wieder zusammen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, ein Inhalt, der ist jetzt noch hier irgendwo versteckt. Und zwar so Sticker. Allerdings kann ich die jetzt nicht sehen. Eventuell sind die auch in der CD noch mit drin. Oder nein, hier sind sie im Poster verbaut. Okay, so, bedeutet, wir haben hier noch ein Infozettel und Sticker. Okay. Gut, dann packen wir alles zur Seite und starten immer mit dem Album an sich. Das Album noch in Folie. Werden wir auch mal öffnen, wenn es denn gelingt. Okay, von der Seite irgendwie schwierig. Ja, von hier besser. So, gut. Also, das ist es. Nach Goat, das zweite Soloalbum von DataLove. Kommt hier in einem regulären Jewel Case. Wir haben hier ein sehr buntes Cover. Also sieht echt so aus wie so eine Collage. So eine Comic-Collage. Wir haben hier mehrfach DataLove abgebildet. Dann diverse so Manga- bzw. Anime-Girls. Stay High-Logos. Ja, Symbole, Figuren, Tiere. Also alles hier mit drauf. Auf der Seite ebenso bunt. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks und wir haben hier Features mit drauf. Und zwar 4 Features, allesamt vom selben Interpreten. Und zwar Label Boss UFO 361. Ja, der gibt sich hier 4-mal die Ehre. Ansonsten hier keiner vermerkt. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes, wie immer, zum Booklet. Das ist recht dünn, es ist nur so ein Einleger. So, einmal hier dieses Bild, DataLove mit gebrochenem Herz, beziehungsweise gebrochenen Herzen. Dann hier eine, ja, auch wieder so eine Comic-Collage. Und auf der Rückseite eine Comic-Zeichnung mit DataLove auf dem Zebrastreifen mit Regenschirm und diversen Fantasietieren. Mädels und auch der Teufel ist hier irgendwie anwesend. Okay, also eine bunte Mischung, so aus Comic und Anime. Ja,
Das Booklet sehr minimal, also man hat hier nicht mal die Credits irgendwie vermerkt. Schade. Die CD ebenso minimalistisch, ganz einfach hier in Grau und Orangegelb. Sieht so aus. Dahinter auch wieder in Grau. Die CD gibt es meines Wissens auch wirklich nur in dieser Box. Also die konnte man so rein nur die CD gar nicht kaufen. Die gab es wirklich nur in Kombination mit der Box. So, dann haben wir als nächstes ein Poster mit dabei. Und zwar sieht das so aus. Auch hier wieder im Comic-Stil der Interpret abgebildet mit der wunderbaren Stay-High-Kette um seinen Hals. Das Ganze ist im Hochformat und die Rückseite ist, wie wir sehen, blank. Also einseitig bedrucktes Poster. Und jetzt kommen wir zu einem Boxinhalt bzw. zu Boxinhalten, der echt besonders ist. Also das habe ich bisher noch nie zuvor gesehen. Speziell jetzt in einer Rapper-Box, für mich sehr verwunderlich. Und zwar haben wir hier tatsächlich zwei Stickerbögen. Aber nachdem die so klein sind, sind die tatsächlich für eure Nägel gedacht. Also es sind Nagelsticker. Habe ich ab und zu mal bei Frauen gesehen. Ich glaube, mittlerweile sieht man das eher seltener. Aber es gab mal eine Zeit, da hatten echt einige Frauen auf ihren Nägeln solche Sticker oder Aufkleber. Ich glaube, es ist ident. Also die beiden Stickerbögen sind von den Formaten, also von den Motiven ziemlich ident. Jeder einzelne hier mehrfach eben zu sehen. Jedes einzelne Logo, jedes einzelne Emoji, jeder Sticker. Und dann kann man hiermit dann seine Nägel verzieren. Ich gehe mal davon aus, dass es auch an anderen Oberflächen gut haftet. Also wer keinen Bock hat, sich auf die Nägel zu machen, kann natürlich auch andere Oberflächen damit bekleben. Und dann haben wir hier noch zusätzlich zu den Stickern tatsächlich Nagellack. Den Data Love Nagellack kommt hier in Schwarz. Ist so ein kleines Fläschchen. Ich glaube, das kennt man so aus der Drogerie. So sieht das aus. Und zusätzlich hat man auch hier noch so ein kleines Begleitheftchen. Also ich glaube, hier wird dann irgendwie beschrieben, wie das Ganze anzuwenden ist. Okay, was lesen wir hier? Sicherheitsdatenblatt. Alles klar. Okay, also da wird eben, glaube ich, darauf hingewiesen, dass das eben nicht für kleine Kinder geeignet ist, dass man das eben nicht irgendwie essen oder schlucken sollte, das Zeug, und dass das giftig ist und. Also spare ich euch jetzt mal im Detail. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Man schraubt das hier auf, dann hat man hier wie so einen kleinen Pinsel hier dran. Den tunkt man entsprechend in diese Flüssigkeit ein, streicht sie ab und dann kann man dann wunderbar seine Nägel verzieren. Ja, wem es gefällt, ob Mann, ob Frau, das ist natürlich euch überlassen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dafür keine Verwendung. Und als nächsten Boxinhalt, als letzten Boxinhalt haben wir hier dann noch einen Hoodie. Der kommt hier in Schwarz. Auf der linken Brust haben wir dann hier so einen lilanen Datalove Schriftzug, der auch noch eingerahmt ist. Dann unten klassische Bauchtasche. So sieht das hier aus, also entsprechend an den Ärmeln. Und unten der Bund so gerafft. Dann oben die Kapuze. Einmal, zweimal haben wir hier so schwarze Bändel mit dabei, damit man das Ganze entsprechend enger machen kann. Und auf der Rückseite haben wir das bekannte Stay High Logo etwas abgewandelt. Also nicht einfach nur hier in diesem lila Wolken Artwork, sondern wir haben hier dann auch noch drei Schmetterlinge mit dabei, die hier das Stay High Logo verzieren. Ja, ansonsten alles hier in Schwarz. Wir schauen mal ins Innenleben. Und zwar haben wir es hier zu tun. Man hat es hier nicht irgendwie weggeschnitten oder ausgetauscht. Hier ist man ehrlich geblieben. Man hat es hier zu tun mit einem Fruit of the Loom Classic. Das Ganze ist, wo haben wir es? 80% Baumwolle, 20% Polyester und Größe M. Ja, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob man die Größe damals auswählen konnte. Aber nachdem ich jetzt hier Größe M vorliegen habe, gehe ich fast davon aus. Eventuell war auch M Einheitsgröße, würde mich zwar wundern, weil in der Regel ist ja dann doch so gut wie immer L die Einheitsgröße. Und nur wenn es Größen zur Auswahl gibt, kann man M nehmen.
Aber ja, ich glaube, ich habe mich damals für M entschieden. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie hier in schwarz. Dann dieses Infoheftchen zu den Stickern sowie zu dem Nagellack. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album an sich, Data Life von Data Love, mit insgesamt 14 Tracks im regulären Jewelcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Data Life von Data Love. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Data Love unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.